Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einer neuen Schiffs-Preview von einem Schiff, das ihr schon einmal gesehen habt auf diesem Kanal unter Work in Progress, nämlich die USS Boise. Und das ist, auch wie damals schon, nicht wirklich die USS Boise, obwohl sie von Wargaming so beschriftet worden ist. Das ist die Nuevo de Julio. Und das liegt einfach daran, dass die USS Boise ein amerikanischer Kreuzer der Brooklyn-Klasse war. Ihr kennt vielleicht auch die Phoenix. Das war auch einer von der Klasse. Und die ist gemeinsam mit der Boise 1951 dann Argentinien geschenkt worden. Und dort wurde sie dann weitergeführt unter dem Namen Nuevo de Julio. Die Boise hat, obwohl die Geschichte der Boise und der Nuevo de Julio nicht sonderlich ruhmreich waren, Gefangenenschiffe etc., hat sie doch 7 oder 11 Battlestars bekommen für besondere Verdienste in Gefechten. Nichtsdestotrotz ist mir die Geschichte nicht wert, hier quasi noch eine Minute zu verschwenden, wenn sie euch wirklich interessiert. Wie gesagt, die weniger ruhmreiche Geschichte dieses Schiffes mit zwei verschiedenen Namen, dann lest sie diesmal wirklich selber durch. Es ist wirklich nichts Besonderes. Also nichts, was schön zu lesen wäre. Nichts besonders Schönes. Nichtsdestotrotz bekommen wir ein neues Schiff. Und die Besonderheit der Nuevo de Julio ist auf Tier 7 dann doch beträchtlich. Denn, und das ist das, was das Schiff ertragbar machen würde. Es ist nicht schlecht, aber es hebt sich durch den Heal ab. Und ihr seht es schon, mit Reparaturmannschaft 2 kann man alle 80 Sekunden kann man sich heilen. Und das 20 Sekunden mal lang 666 TP je Sekunde. Das ist natürlich eine interessante Zahl, wenn man die Geschichte betrachtet. Da heißt ja, soll die Zahl des Teufels sein, wobei manche das als eine Fehldeutung ansehen und die Zahl des Teufels 616 sein soll. Aber darüber lassen wir die Bibelgelehrten streiten. Sie kann auf jeden Fall fast 13 oder über 13.000 HP heilen und das bei einer Gesamt-TP oder HP von 33.300. Das ist natürlich krass. Also wenn man das Schiff richtig spielt, dann hält es einiges aus, wenn man von heilbaren Trefferpunkten spricht. Ansonsten ist es natürlich als leichter Kreuzer, ich weiß nicht, ich glaube, da müssen wir uns nicht viel antun. Schlachtschiffe und schwere Kreuzer, Futter, würde ich mal behaupten. Also Panzerung nicht vorhanden, ist glaube ich genau der Ausdruck, der einem einfällt, wenn man das sieht. Naja, natürlich ist ein bisschen Panzerung da, aber es ist nicht dazu gedacht, dieses Schiff es auf den offenen Ozean zu führen, wenn man von mehreren Schiffen beschossen werden kann. Die Helena kommt im Gegensatz zur Nuevo de Julio ebenfalls mit 33.300 Trefferpunkten auf eine Hauptartillerie von 5x3 152 mm, aber mit einem Reload von 7 Sekunden. Die Nuevo de Julio braucht 10 Sekunden. Ebenso ist die Reichweite der Nuevo de Julio mit 13,6 km geringer als die der Helena mit 14,56 Kilometer. 6 Meter mehr Streuung kommt natürlich durch die erhöhte Reichweite für die Helena dazu. Flugabwehr und Secondary ist natürlich vorhanden. Sind leichte Kreuzer, kann man einiges mit anfangen auf Tier 7. Ist okay, hier wurde einmal gebufft. Das zeige ich euch danach. Die Manövrierbarkeit mit 30 Knoten, Helena 32,5. Wendekreisradius 810 Meter, das ist ein bisschen weniger als der Conqueror. Der ist richtig übel, vergleicht man die Helena, dann ist die weitaus agiler mit 680 Meter. Eine Ruderstelzahl von 9,1, ähnlich der Helena mit 9,2. Dafür die Erkennbarkeit zu Wasser mit 11,5, leicht leichter als die der Helena mit 11,88, also 11,9 wird es im Spiel angezeigt. Und zur Luft, also Erkennbarkeit zur Luft, ist identisch mit 7,6. Was haben wir hier also für ein Schiff? Wir haben ein Schiff, das locker 4x müsste es mit Premium sein und Inspekteur, so ist es, 4x 13.000 HP wegheilen kann. Das sind 52.000, das ist anderthalb Mal so viel, ich glaube es ist mehr als anderthalb Mal so viel, wie hier die 33.300 TP, die das Schiff mit in den Kampf bringt. Und das ist schon beachtlich. Die Nachteile, die das Schiff für den Heal mit in den Kampf bringt, sind natürlich beachtlich. Wir haben hier einen Wendekreisradius, das eines Schlachtschiffs würdig ist. Wir haben hier eine Nachladezeit von 10 Sekunden.
Solche Nachladezeiten haben manche schwere Kreuzer nicht. Und zusätzlich dazu, ja, wir haben einen Heal, der ziemlich viel heilen kann. Das Problem ist aber, wir haben hier einen leichten Kreuzer, der auch gerne mal in einer Salve gewone-shottet werden kann. Und wenn man tot ist, kann man nicht mehr heilen. Zum Kapitän. Wir haben einen 10er Kapitän geschenkt bekommen, also quasi zur Verfügung gestellt. Denn wie kann man ein Schiff testen, zu dem man nur einen 3er Kapitän hat? Und natürlich der Anfang. Ich möchte sehen, was mich aufmacht. Ich kann heilen, deswegen kann ich auch mit Adrenalinrausch arbeiten. Vor allem, ich kann ein Drittel meiner TP heilen. Das ist brutal. Einmal mehr heilen ist immer gut und danach musste ich mich für EFAE entscheiden, denn es sind 152 mm und ich möchte den maximalen Schadensoutput sehen, den das Schiff erfahren kann. Und es ist, ja, wie es auch bei der Cleveland ist, durchaus einiges. Danach wird natürlich Tarnungsmeister kommen, wenn wir hier von 11,5 kommen wir runter. Nochmal nachschauen. 11,5. Das bedeutet, wir kommen auf 10 oder sogar 9,95. Die 10%, ihr wisst es. Ebenso bei den Modulen. Es gibt nicht viel Auswahlmöglichkeit. Wir sind natürlich auf Tier 7. Ich habe hier anstelle von der Genauigkeit, also Zielsystemmodifikation 1, was minus 7% maximale Streuung der Hauptbatteriegenerator bringt, einfach mal die Anti-Air erhöht. Kann dann jeder selbst entscheiden. Also die Reichweite habe ich davon erhöht. Die minus 7% sind bei 127 Meter, 9, 8 Meter. Und das bei einem Schiff, das 184 Meter lang ist wie das hier. Und wir wissen alle, dass im World of Warships die Schiffe doppelt so groß dargestellt sind. Ich glaube, die 7 Meter machen es nicht mehr dick. Wer das gerne haben möchte oder wer daran glaubt, baut das ein. Ich habe lieber ein bisschen längere oder maximale Feuerreichweite der Flak, als dass ich diese minus 8 Meter Streuung habe. Und ich denke, im Großen und Ganzen war es das auch schon. Ihr habt gesehen, ich drehe das Schiff ziemlich schnell. Und ja, kurz, ich bin pink, das hat jeder gesehen. Ich wollte Sharky retten und habe durch seine Aufbauten des Schlachtschiffs auf einen gegnerischen Kreuzer geschossen, der dann noch, also 7000 AP habe ich ihm abgezogen und dadurch bin ich pink geworden. Ich brauche nur ein Spiel, um das wieder gut zu machen, außer das rammt mich wäre absichtlich. Und dann war es das auch schon. Es passiert jeden, aber wenn mal 10 Spiele anstehen oder 5 Spiele, dann muss man sich schon Gedanken machen, dass man das viel zu häufig macht. Das nachfolgende Spiel ist ein Divisionsspiel. Es sollte eine Mischung sein aus ein bisschen Insel stehen und dann auch offen fahren, ein bisschen vor und zurück, um zu schauen, was das Schiff denn aushält und was es machen kann. Tja, in einem Gefecht, wo ja einiges möglich wäre, aber ihr seht es ja selbst. Im Gegnerteam haben wir eine Bismarck 03. Ist das? Hä? Muss man den kennen? Nein. Ah, okay. Aber wer heißt hier der andere Account von Christoph wieder auch Bismarck? Nee. Oder ist Bismarck wieder ein anderer? Er hat sich umbenannt. Ach, hat sich umbenannt, aber er hieß doch mal so, oder? Ja! Ja. Da habe ich ein komisches Is-Gleich da hinten dran gebracht. Ja, jetzt heißt er Adalbert Schneider. Aber vorher ist er Chris. So. Bismarck 1 noch was. Wohin, Bitches? 381 mm. Das sieht ja hässlich aus, das Schiff. 381 mm, aber nicht 380. Ja, irgendwie sowas. Das Schiff sieht trotzdem aus. Lockert mein beautiful arm. Tarmul, genau. Das sieht aus wie die rumänische Flagge, eher als die argentinische oder was ist das? Das sind die Panasiaten. Also alle südamerikanischen Schiffe werden unter dieser Flagge quasi zusammengefasst, wahrscheinlich. Ah. Aber. Was? Achso, ja, die Flagge, die du hast, die ist diese. United Americans, oder keine Ahnung, wie das da heißt, das da. Pan-America. So, Pan-America, genau. So wie Pan-Asia, weil, weißt du, es hat ja nicht für alle hat es nicht gereicht. Hast du eine Tarnung drauf? Ja, das ist die Standard-Tarnung. Es wird wahrscheinlich. Ist irgendwie nur so helles Grau, dunkles Grau oder so? Ganz seltsam aus irgendwie. Ist mal eine ordentliche Tarnung, aber ja, genau das ist es. Einfach nur, will ich sagen, Navy-Grau, aber halt, das. Ich weiß, was du sagen willst. Ja, das ist halt der Klassiker. Voll gay. Ja, das. Ha! Gay! Man wusste gay ja schon, dass das Schiff kommt, weil es ist als Boy ist hier drin gewesen und hinten stand die ganze Zeit Nueve de Julia drauf, weil die Amerikaner haben den Argentiniern dann das Schiff geschenkt später. Da wurde es dann umbenannt. Lustig ist aber, das hier gibt es mit Heal auf Tier 7. Oh, nicht anzielen, Schnuckeputzis. Doch, die zielen mich an. Aber niemand hat es geschafft zu schießen, oder? So, das ist meine zweite Runde Lyon, jetzt muss ich verstehen. Ha! Du bist ein Hydro, Junge, du kannst nicht so viel machen, wie du willst!
Sende ich mir erstmal 16 Kugeln der Eigel entgegen, von keiner einzige trifft. Habt ihr mich, oder? Natürlich, da habt ihr dich. Was für eine Scheiße, warum hat da keiner getroffen? Was, warum treffe ich das Ding nicht? Er toppt jetzt hier. What the fuck? Gott, was ist denn das für eine... Was ist das für eine Lucky Bitch hier, sag mal? Ja, kein Motorausfall, das ist natürlich... Die hat ja schon Motorausfall. Ach so, ja gut, dann ist verständlich. 16 Kugeln, einer hat ja so lange mal getroffen, hat 3000 Schaden. Ich treffe einfach nichts davor, dahinter, ich brauche ein Modul zur Verbesserung der... Wo geht das? Tschüss! Ja, endlich! Absnicker. Ja, kann auch nichts dafür. Du kriegst kein Smoke, du kriegst nichts. Ich hätte vor... Ich nehme halt den von... Wo ist der da? Ich hätte vorher hätte schon drauf geschossen. Da ist eine Schmarrn-Schnorst. Kommt da rum. Hallo, ja, Leute? Ja, da sind sie. Mach den Schieß drauf, Mann. Entdeckt doch das, ja, Mann, blöde Flugzeug. 16 Kugeln, 16 AP-Kugeln, komm schon. One hit. One hit. Was war denn das, geil? Blöder Schießkrüppel gerade. Siehst du mal das Flugzeug, okay, da vorne ab bei Elfas? Geht? Der ist doch schon drauf, der schießt aber nicht. Weißt du auch schon wieder gerade, ich habe auf 13 Schaden raus, ich habe 3000 Schaden und 60. So, Flugzeug weg, zufrieden. Na gut. Brauch unbedingt Atlanta. Hab ich. Die ist sicher sexy zum Spielen. Na, muss ich gut. Du musst einen guten Berg haben. Sexy Motherfucker. Ich habe 16 Kugeln. Ich treffe keine einzige gerade. Das ist doch nicht. Ab und zu mag mich RNGs gar nicht. Du huldigst halt nicht seiner Kirche, wie es aussieht. Ich bin Atheist. Ja, dann musst du dich nicht wundern. Ja gut, heiß geholt. Also eine Insel weiterspringen. Oh, ich muss sagen, pushen wir um die Ecke rum. Nein, das hol ich nicht, ich bin alleine. Das Schlachtschiff. Ist klar, Nagato. Du gibst mir angewinkelt mal eben 3 Zieger. Ja, ja. Und halt die 410er, ne? Ja, der fliegen die angewinkelt halt voll durch. Wie durch Butter. Guck mal, jetzt ist schön dem André so eine Pedale geben. Oder ganz schön Breitseite zu mir fährt. Wow, hallo, aber wenn ich darauf auch noch achten müsste, dann könnte ich ja gar nichts mehr machen mit dem Schiff. Free for all Modus aktiviert in 3, 2, 1. Auch so ein interessanter Modus, glaube ich, Free for all. Ja, würde man richtig kotzen, würde ich mal sagen. So, ich ziehe jetzt ein bisschen über Wasserlinie und will die Boss weiter zu voll eine mitgehen. Ich glaube, ich muss da mit Lidschen nochmal in die Feinabstimmung. Wirklich was? Oder ist das Mosi, der da? Ja, ich hab. Hypersensibles Mikrofon da. Das ist nicht hypersensibel, ich hab Fenster auf. Also mecker nicht. Lalulala. Hypersensibel, sag ich dir noch. Lidschen, schau, dass du da wegkommst. Heil dich! Warum lachst du so dreckig? Du weißt doch, ich hab keinen Heal, du Arsch. Deswegen lach ich ja so dreckig. Ah. Ich glaube, ich sterb jetzt, weil ich freiwillig André in den Hintern schießen werde. Nee, nee. Doch. Ah. Bam. Die Hälfte der Kugel ist gestorben, aber egal. Mein Kill. Na, Absnacker. Hold it. Was heißt hier Absnacker? Ich bin noch Schaden an dem gemacht. Mit, ja, den Beinen gut da drin. Sagt ja nichts. Ich hab Lichi den Zerstörer abgesnackt, während ich die ersten 5 Salben nichts getroffen habe. Ich glaube, die ersten 3 Salben habe ich einfach daneben geschossen. Danach hatte ich 2-mal Pech und dann 1-mal Glück. Ja, als Glück.
mal mit Skill zu tun, Junge. Ja, dann fahr doch mal ein Stückchen weiter nach vorne, bitte, damit du ein bisschen was aufscouten kannst. Die Raven will hinten die Nagato beschießen. Ja, dann fahr doch zurück, wenn es so notwendig hast, die Nagato noch rauszunehmen. Also nicht hier, sondern... Oh, Breitseite fahren mit Cleveland. Oh ja, die wäre geil, wenn die stirbt. Ich habe einen Overpen gemacht. Ach, ich brauch einen Smoke. Zum Kotzen. Ich habe einen Overpen gemacht, zum Kotzen. So, jetzt kommen nochmal die anderen 12 Kugeln. Ah, ich sehe sie nicht. Nee, war nicht viel Schaden. Das Problem ist, weil er so scheiße gesmoked hat, hier sehe ich schon wieder nichts. Problem ist, gut, die dreht die. Das ist gut. Oh, das ist nicht gut. Ah, oh, Bajar, genau. Ich schieße jetzt einfach, weil ich geil auf Schaden bin. Ich würde gerne die Tiefland wieder aufmachen. Ich mach die gleich auf in 3, 2, 1. Hier steht hinter der Insel. Nein, ist nicht. Das ist ein heißes Spiel hier. Wieder nur ein Overpen. Ich krieg gleich das Wein. Mama, das ist alles böse zu mir. Ja, die sind doch alle böse zu mir. Könnt ihr auch mal drauf schießen? Hallo, ich gar nicht, ich bin alleine. Kann ich auf die Cleveland schießen? Ich schieße da gerade auf die Irbits, das ist mir schlechter als recht und hab Angst. Gut, dass die mich nicht beachtet. Doch, die beachtet mich. So, die Cleveland da hinten geht jetzt auf den Sack. Ich wette, eine Salbe nicht brennt wieder. Nicht? Ui, dann die zweite. Aber die erste Salbe von der Indiana. Sag mal, wie viel Brandchance haben die? 288.000% oder was hier nochmal? Jeder Schuss ein Brand, ist doch klar, hallo? Fokus Feuer! War zwar eine schöne Salve gerade, aber ich werde hier rausgeschossen von beiden KI-Schleudern. Die Lia lebt noch, echt jetzt? Ja. Ich dachte, die ist raus! Nee. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Wie kann man das Schiff laufen lassen? Sag das nicht. Sag mal, ich brenne von keinem Schiff so oft wie von der beschissenen Indiana. Oh, ich hab noch eine Salbe rausgekriegt. Stirb mit mir. Natürlich nicht. Weißt du, ich habe. Boah, hab ich einen Lack! Boah, hab ich einen Lack! Warum ist keiner von mir gekommen? Hättest du schön mitpushen können, André, ich hab alles getankt. Ja, ein Scheiß, schau das an. Ja, ich bin ja nach vorne gefahren. Ich hab gecapped oder was? Ja, das ist ein leichter Kreuzer, hallo? Nix tanken. Ich tank ja. Ja, meinst du, die schießen auf dich, wenn du angewinkelt herumfällst? Ja, haben sie doch alle. Ja, weil du alleine da warst. Psst. Wo warst denn du überhaupt? Nein! Ich bin auf F7 gestorben. Also die Lion, die lebt einfach noch. Ja, die richtige. Da ist irgendwo eine Indiana gefahren, ne? Der ist wirklich komplett da runtergefahren, der Typ. What? Na gut, dann schauen wir mal. Ich war mal chillig. Wir waren nicht mal Top-Tier. Warte gefälligst, dass ich immer Top-Tier bin, wenn ich spiele. Wo ist mein Contributor-Knopf? Wow. Hallo? Ja, komm schon. Wargaming will ja, dass die Schiffe in einem guten Licht dastehen. Warum bekommen die Contributoren, wenn sie ein neues Schiff zeigen, nicht ein besseres RNG und ein... Weil sie damit zeigen können, was sie mit dem Schiff machen können, dass es mal Loot hier ist. Ja, aber das ist doch voll der geil. Ach, jetzt bin ich offen. Das ist nicht gut. Hast du nicht Work in Process gezeigt? Ja, das ist natürlich dabei. Das ist klar. Warum war ich jetzt kurz offen?
nicht blöd, checkst du das nicht? Da hinten drin steckt was. Warum war das andere Schiff nicht auf? Das war nicht lieb, wenn die jetzt auf dich schießen. Ich habe 11,5 Consume mit meinem 10er Kapitän, weißt du? Das ist ganz schön viel, oder? Ja, ich habe lieber IFHE genommen, weißt du. Ja, was für ein Kaliber hast du? 152. 152? Ja. Ja gut, da würde ich auch lieber IFHE nehmen. Bei Consumen ist gut und recht, aber das brauche ich hinter der Insel nicht. Leute, ihre Schiffe, ja. Da, 4 Schiffe zählen auf mich. Das sind ja fast alle, die es noch gibt. Da ist sie. Oder da wird sie sein. Die ist natürlich ein kleines bisschen besser als ich. Marginal, würde ich behaupten. Ja, die Kanonen hören sich geil an. Und das Thiel. Kannst du heilen. Und das war's. Ja, hätte ich können in 3 Sekunden aussah. Hätte ich mal früher ein bisschen geheilt. So, next match. Ja, das war dann wohl nix. Satz mit X, ne? Ja. Oh, da vorne wäre noch die Indie gewesen. Die wäre schön gewesen zum rausnehmen. Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Naja, das ist ein perfektes Match. Einmal zum Ausführen. Glaube ich. Lass noch schnell zu Ende schauen. 200 Punkte sind es da. Achso, ich habe schon rausge... Achso, weil die Bayern und die Lyons, ja gut. Das könnte auch knapp werden. Chuck Cleveland und Dindy haben so gut wie nichts mehr. Die Lyon, die Lion zeigt mega breit. Aber die Bayern kann nicht schießen. Oh ja, die Bayern wird richtig hart gefistet. Weil die sich nicht anwinkeln kann. Oder weil sie sich nicht anwinkelt, sagen wir mal so. Nein, die kann das nicht. Achso. Der musste sich entscheiden beim Skill vom Kapitän. Anwinkeln oder... Alle Geschütze abfeuern können. Genau, ja, genau, das war's. Und... Oh nein, aber der Feind... Ich glaube, er hat minus 8% Trefferwahrscheinlichkeit von gegnerischen Granaten. Also mehr Streuung hat er genommen. Ja, aber ist auch nur ein Sechster, ne? Jetzt weiß ich's, auf Tier 6 hat man den Skill Breitseite vermeiden nicht freigeschalten. Ach so. Aber außerdem, selbst wenn es nur ein 6er ist, die Bismarck hat verdammt gute Geschütze. Egal, die Bayern meinst du. Ja, ja. Meine ich ja die Bayern. Ach. Selbst für ein 6er. Mei. Okay, das ist doch kein gutes Gefecht, um es zu zeigen. Da ist das Schiff zu stark dann. Nee, mei. Willkommen im Internet.